Hallo Leute, es geht weiter mit Daylight. Das Problem für mich ist gerade, ich möchte am liebsten gerade nicht mehr spielen. Also ich habe echt ein bisschen Schiss und ja, kann aber halt ja nicht steuern. Steuern. Ich kann nicht speichern und deswegen, ich kann langsam auch nicht mehr so sitzen. Das ist auch noch so ein Problem. Meine Füße und meine Knie tun mir schon voll weh. Ja, ich kann nicht speichern. Ich muss also weiterspielen. Und ich habe schon in ein anderes Display geguckt, um zu gucken, wie die Person irgendwie weitergekommen ist. Ich habe auf jeden Fall, bin nochmal zurückgerannt, um mir einfach mal wieder einen Überblick zu schaffen, weil ich das Gefühl habe, ich renne immer aus Panik in dieselben Ecken. Bin jetzt also nochmal wieder zurück und vielleicht bin ich ja auch noch da, noch nicht überall abgebogen und ich sehe hier auf der Karte auch so einen Bereich, der noch nicht so entdeckt ist. Ich weiß es aber nicht. Ich weiß, dass hier unten jetzt noch was liegt und ich versuch's einfach mal. Wenn ich hier in dem Part halt doof durch die Gegend renne, dann tut's mir leid. Ich mache auch sonst einen Cut zwischendurch und lauf wieder irgendwo lang, bis ich weiß, wo es weitergeht. Aber wir versuchen es einfach mal, auch wenn ich Angst habe. So, hier habe ich noch was übersehen. Das ist toll. Ganz toll. So, das ist die Tür, aus der wir gekommen sind. Auf geht die nicht mehr. Okay. Ich lauf einfach mal. Hier kommen wir auf jeden Fall her. Huch. Immer diese Kisten hier. Hier habe ich damals noch immer hingeguckt. So. Hört auf, mir Angst zu machen. Und wenn ich einfach mal geradeaus laufe. Ja, ich. Das ist ganz toll. Ich habe gar keine Angst. Geradeaus. Hier ist nichts. Scheiße. Hier ist nichts. Wo kann ich denn dann lang? Dann kann ich doch nur die doofen Treppen entlang laufen. Ach, verdammt. Hier war nichts, ne? Hier ist zu. Nee, hier ist gar nicht zu. Hier war ich noch nicht. Okay. Okay. Endlich mal ein Bereich, in dem ich noch nicht war. Gut zu wissen. Shit, was ist das für ein Raum? Ich mach einfach mal auf und vertreibe hier die Geister. Und lauf hier lang. Ach, hier ist dieser. Hier ist der Raum, in dem wir unser Dingsbums finden, bestimmt. Vielleicht finde ich hier aber auch das letzte. Ja, komm. Noch zu lang es läuft. Noch läuft meine Signalfackel. Scheiße. Da ist noch was. Sie werden dich verfolgen. Ja, super. Du machst mir ja richtig Hoffnung hier. Allein. Die Geräusche. Datum 9. September 1937. Akte Patient 27C. Der Patient ist auf unerklärliche Weise über Nacht verstorben. Der Leichnam wurde heute Morgen von der Schwester während der Vorbereitung für die Elektroschocktherapie entdeckt. Der Leichnam wurde in die Leichenhalle überstellt. Die Einäscherung ist für diesen Abend angesetzt. Der Patient hat keine weiteren Angehörigen. Wenigstens bin ich jetzt mal wo ich noch nicht war. Und wenn ich alle Relikte habe, bin ich quasi ja direkt schon am richtigen Ort. Ich will hier nicht rein. Scheiße, es kommt wieder. Ich glaube, das Vieh wird auch immer saurer. Je mehr ich finde. Vielleicht vorher noch mal hier in diesen Raum. Vielleicht ist hier ja was. Ach, grüne und blaue Dosen. Oh, ich will mich unterm Bett verstecken, echt. Und nie wieder rauskommen. Aber wer will denn hier an so einem Ort auch bleiben? Dann lieber in panischer Bewegung bleiben. Scheiße, ich weiß, da komme ich gerade her. Oh Mann. Was soll ich tun? Irgendwo muss es doch hier. The hell is this? Ich weiß es doch auch nicht. Ach! Das kann ich schon benutzen. Ach, ich habe schon alle 6 Relikte. Ich Dummerchen.
Nein, lass mich in Ruhe. Ich muss hier ja ganz raus jetzt. Ich muss ganz wieder zurück. Nach unten. Oh Gott, und ich kann keine Signalfackel benutzen. Ich kann einfach nur noch panisch jetzt dahin rennen, wo ich vorhin tausendmal lang bin. Und jetzt habe ich aber Angst und werde mich sowieso wieder elendig verlaufen. Ich laufe einfach. Ich glaube, hier komme ich her. Ich glaube, hier komme ich her. Okay, lauf einfach weiter. Ich hab das... Ach, wie heißt denn das nochmal, das Wort? Das Siegel. Das ist das Wort, was ich suche. Das Siegel. Okay, dann war ich da schon. Ich glaube, ich bin damals nach unten gelaufen. Also laufen wir jetzt wieder hier durch. Irgendwann werde ich es finden. Irgendwann wird es schon kommen. Hoffentlich der Weg, wo ich hin will. Da will ich nicht lang. Da unten lang. Wir werden den Raum schon wieder finden. Ich war ja schon da. Ich bin hier 100-mal lang gelaufen. Ich werde das schon finden. Ich will nur nicht stehen bleiben, weil ich so Angst habe. Und hier jetzt nach oben. Oder komme ich hier jetzt gerade schon wieder her? Nein, ich glaube, ich bin nicht richtig. Lauf mal lieber da lang. Ach, Sackgasse. Da lang. Laufen, laufen, laufen. Bin ich hier richtig? Bin ich hier nicht richtig? Nein. Nein. Shit. What was that? Ja, ja. Das ist mir doch egal. Da! Yes! Komm! Pack's rein! Nein. Lädt? Heißt laden auch speichern? Willst du nicht mal endlich abspeichern, du blödes Spiel? Toll, jetzt habe ich hier wieder nur Leuchtstäbe. Hier kann ich nicht mehr lang. Warum? Ich werde mal jetzt noch keinen Leuchtstab benutzen, obwohl ich kann ja hier im Moment immer wieder zurück. Machen wir das mal. Gucken wir uns das hier alles mal ein bisschen an, wo wir überhaupt sind und was das hier überhaupt soll. Ah, wie einladend. Die Türen gehen schon von alleine auf. Voll das Geisterschloss. Patient 9F wurde mit Verbrennung auf über 60% seines Körpers eingewiesen. Hauttransplantation wurde angeordnet. Der Patient verweigert die Behandlung und spricht ständig über Visionen, aber wir werden dennoch fortfahren. Manchmal geht es nicht darum, was der Patient will, sondern darum, alles zu tun, um ihm zu helfen. Ich will hier nichts übersehen. Ich kann ja auch noch einen einpacken. Zurück kann ich nicht mehr. Ich weiß, ich habe es schon ausprobiert. Ich gehe hier mal rum, was eine gute Idee ist, weil da vorne liegt auch noch was und da liegt auch noch was. Spieldaten werden gespeichert, lalala, das finde ich ja schön. Dann werde ich gleich einen Cut machen und schlafen gehen. Dr. Mercer, das Wartungspersonal hat die von Ihnen angeordneten Arbeiten in Ihrem Büro abgeschlossen. Außerdem habe ich sichergestellt, dass jeder Teil des Projekts von einem anderen Angestellten erledigt wurde, wie Sie es gewünscht haben. Ihr neuer Schreibtisch sollte nun voll funktionsfähig sein. Judy. Mhm. Häftling 85 war die gesamte letzte Woche unter meiner direkten Aufsicht. Sein Verhalten ist unverändert. Er scheint sich eine Art Virus zugezogen zu haben, der Fieber auslöst, zusammenhanglosen Gefasel treibt. Er wird derzeit von den Schwestern behandelt. Ich werde seinen Zustand neu bewerten, sobald die Untersuchung abgeschlossen ist. Okay. Okay. Gut. Ich freue mich, dass das hier so geklappt hat. Ich freue mich, dass wir endlich das scheiß Siegel gefunden haben. Conflict cannot survive without our participation. Mhm.
Mann, du nervst mich langsam. Du bist überhaupt gar keine Hilfe, du Arsch. Du bist voll gemein. Ja, und die Tür, das ist der Burner hier. Was ist jetzt hier? Irgendwelche Toiletten? Ist hier irgendwas oder... Ah! Klar, lecker, schön hier im Drecksklo. Patientin 13, was für eine unheilverkündende Zahl. Aus Krankenhausaufzeichnung geht hervor, dass diese Nummer zumeist besonders schwere Fälle kennzeichnet. Und der aktuelle Fall ist keine Ausnahme, wenn man die Umstände ihrer Geburt in Betracht zieht. Ich sehe viele Einrichtungen, schlechte Entscheidungen und noch mehr in ihrer Zukunft. Manchmal frage ich mich, ob das innere Chaos in manchen jenseits aller menschlichen Hilfe ist. Was? Manchmal frage ich mich, ob das innere Chaos in manchen jenseits aller menschlichen Hilfe ist. Den Satz verstehe ich nicht so richtig. Und was ist jetzt hier? Komme ich hier rüber? Oder nicht? Oder wie? Ah, noch eine Tür. Ah, hier. Es geht wieder los. Das war doch ein Relikt, oder? Oder? Hä? Tja, ich weiß es auch gerade nicht. Da hat sich gerade was geöffnet dadurch. Deswegen, okay. Deswegen hat er das auch gesagt. Ja, geh um den Stuhl herum. Judy, vor kurzem ist mir zu Ohren gekommen, dass ein Großteil des Personals einschließlich dir selbst ein wenig zu gerne dem Verbreiten von Gerüchten frönt. Ich muss dich doch nicht daran erinnern, wie gut es dir und den anderen hier geht, verglichen mit dem krankheitsverseuchten Festland, oder? Ja, wir hatten einige Probleme mit den Insassen und mit einigen unserer ungewöhnlicheren Patienten. Ja, manchmal mussten wir zu drastischen Maßnahmen greifen, um mit ihnen fertig zu werden, aber ich brauche die Unterstützung von allen, wenn dieser Ort bestehen bleiben soll. Ich tue alles, was ich kann. Ich muss hier immer um die Ecke gucken, weil ich die Leuchtstäbe sonst die Zahlen gar nicht sehe auf meiner Tastatur. Das Mikro direkt davor steht. Okay. Tja, ich werde dann wohl in diesen gruseligen Raum gehen müssen, hier, den ich gerade geöffnet habe. Nee, nicht da. Wo ist denn diese Ecke? Da. I was always fortunate in that regard. Ja, super. Das ist ja gar nicht gruselig. Irgendwelche Schränke. Ich benutze ihn. Yay, und es wird wieder gespeichert. Wie nett. Und da kann ich bestimmt durch. Juhu. Lalala. Okay. Alter Scheiße, was sind das hier für merkwürdige Zellen? Da sehe ich auf jeden Fall schon mal so ein Ding. Boah, wenn das Monstergeistvieh da hinten schon so getrampelt hat, will ich nicht wissen, was hier dann passiert. Ja, kannst du das jetzt mal ordentlich hier benutzen, oder? Oder nicht? Du hast den Schrank doch jetzt aufgemacht. Manchmal ist die Steuerung auch komisch. Ach, da sind gar keine drinne, deswegen. Oder wie? Ich habe schon alle rausgenommen. Ist ja gemein. Ich weiß, dass ich da hinten noch nicht überall war. Deswegen laufe ich einfach mal hier lang. Mach auf. Hallo. Hallo. Ist hier irgendwas? Kannst du den Schalter hier benutzen? Oder irgendwas anderes? Hier. Ach, das war die Tür. Du dumme Nuss. Ich will jetzt doch nicht die Tür zumachen. Fuck. Oh mein Gott, what was that? Ich weiß es doch auch nicht. Ich weiß nicht, was hier los ist, Mann.
Signalfackel gefunden. Okay, toll. Aber ich habe doch schon 4. Was soll ich denn? Ich will lieber wieder so einen Schrank, wo ich mir so viel nehmen kann, wie ich will. Das ist viel besser, weil wenn ich mich dann verirre wieder oder so, dann geht's wieder los. Apropos, ich muss auf die Zeit achten. Scheiße. 0 von 6 Relikten. Yippie. Da. Das nimmst du erstmal. Datum 22. Oktober 1910. An L.T. Paul Ackermann. Paul mit Häftling 203 geht irgendwas Seltsames vor sich. Paul, mit Häftling 203 geht irgendetwas Seltsames vor sich. Letzte Nacht haben ihn Bert und ich kreischen hören. Paul und Bert. Es klang fast so, als ob es jemand anderes wäre. Das Gekreische hat aufgehört, als wir seine Zelle erreicht haben. Aber er hat immer noch geschrien. Es war, als ob die zwei Geräusche nicht zusammengehörten. Ich weiß ja nicht, wie er es anstellt, aber er jagt mir einen Schauer über den Rücken. Er fängt immer an zu schreien, wenn die Lichter flackern. Der Mann ist völlig durchgeknallt. Paul. Und die anderen Häftlinge flehen mich an, sie wieder zurück nach oben zu schicken. Ich weiß verdammt nochmal nicht, was ich mit dem Kerl machen soll. Officer Baxter Kelsey. Oh, die haben ja auch eine Menge Scheiße hier durchgemacht. Scheiße, hab ich die jetzt aufgemacht und... Aber da kann ich doch... Kann ich da denn nochmal ran? Oder war es das dann hier? Boah, ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass es das war. Komme ich hier vorbei? Nee, anscheinend nicht. Nein. Nein. Verpisst euch. Mache ich das jetzt auf? Einfach mal machen. Verwende Leuchtstäbe, um Relikte zu finden. So. Bitteschön. Habe ich gemacht. Ich weiß nicht, was das war. Datum 17. Juli 1931. Betreff Häftling 48. Fluchtversuch. 2er Insassen. Die Wärter fingen sie ab und eröffneten das Feuer auf sie. Häftling 48 befindet sich im stabilen Zustand. Der andere starb noch am Ort des Geschehens. Dr. Mercer wird die Wunden des Patienten einer experimentellen Behandlung unterziehen. Okay, 2 von 6, das ist schön. 2 von 6. Okay. Oh, ich laufe hier immer so panisch dumm rum. Hier ist eine Tür, die ich gar nicht bemerkt habe. Wow, was ist das? Was ist das? Was ist das? Was? Was? Scheiße. Oh nein, ich werde eine Leuchtfackel benutzen. Okay, weg mit dir. Werden dich verschlingen. Das ist toll, das ist schön. Ich freue mich. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Okay, ich habe wieder was gefunden. Wieder ein Relikt. Ich habe schon 3 von 6. Yay. Datum 20. Oktober 1910 an Captain Alex Senior. Häftling 203 hat sich heute Abend kurz bevor die Lichter ausgingen geweigert, ruhig zu bleiben. Er hat irgendetwas über einen dunklen Schatten geschrien, der ihn holen kommen würde. Oder etwas ähnliches. Der verrückte Miskell hat die anderen Insassen ganz nervös gemacht. Ich habe mich entschlossen, ihn einen Monat ins Loch zu stecken. Baxter wird ein Auge auf ihn haben, während er dort unten ist. Paul Ackermann. Okay. Noch was? Solange ich noch irgendwie ein bisschen was sehen kann. Okay, so ganz duster ist es doch nicht. Hä, war ich hier nicht schon drinne? Bin ich jetzt wieder zurück?
Aber dann habe ich anscheinend die Schränke noch gar nicht alle gesehen gehabt. Ja, die Fackeln schützen mich, okay, aber war das jetzt alles hier oder nicht oder doch? Ich habe keine Ahnung. Pisst euch, was auch immer hier ist. Wow, das war direkt neben mir, wie scheiße. Ich hab's genau gesehen. Wie fies. Wo soll ich lang? Mid-Island Haftanstalt Memo. Zu Händen Personal. Die Gewaltausbrüche der Häftlinge sowohl untereinander als auch gegenüber dem Personal haben deutlich zugenommen. In Zukunft sind alle Wärter dazu veranlasst, in Gruppen von zwei oder mehr Personen auf Rundgang zu gehen. Schwestern ist es untersagt, kranke Häftlinge irgendwo anders als auf der Krankenstation zu betreuen. Keine Ausnahmen. Da. Need the key. Okay, hier soll ich wieder hin. Hier soll ich... Nein! 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 Nein, der Tod, der große Gleichmacher, was? What? Scheiße! Wow, 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 wow. Du kannst dich nicht erinnern, aber es kommt dir bekannt vor. Ich weiß nicht, ab wo es jetzt hier wieder geladen hat. Oh Gott, es stand auf einmal voll vor mir. Und ich habe noch die 2 schnell gedrückt für Signalfackel, aber es war zu spät. Ich würde sagen, ich mache jetzt hier einfach mal einen Cut und wo auch immer ich als nächstes weiterspiele, das mache ich dann beim nächsten Mal. Und wir sehen uns dann bei Daylight. Ciao.